Gut ein Jahr ist es her, dass das Turmkreuz von St. Martin abgenommen werden musste. Der Kaiserstiel, der das Turmkreuz trägt, war abgemorscht. Das Kreuz drohte herunterzufallen, deshalb wurde es mit einem großen Autokran heruntergenommen. Jetzt haben die Gerüstbauarbeiten begonnen, damit das Turmkreuz wieder aufgesetzt werden kann. In den nächsten 3 bis 4 Wochen soll das frisch sanierte Kreuz wieder an seinen ursprünglichen Platz kommen. Manchen würde es vielleicht schwindlig werden, wenn sie den Turm auf diesem Gerüst bis zur Spitze erklimmen müssten. Deshalb halten wir Sie hier auf dem Laufenden auf unserer Homepage in unserem Turmblock.